Wie kann man innerhalb von wenigen Wochen so viel Geld zusammensammeln, und zwar im Internet, um sich danach eine richtig fette PV-Anlage leisten zu können? Das schauen wir uns heute an, und zwar in Zell am See. Wenn euch unsere neue Investing Green Crowdfunding-Plattform gefällt, dann lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Stellen Sie sich vor, Sie haben riesengroße Flächen auf Ihrem Hausdach, um PV-Anlagen zu bauen, aber die nötige Finanzierung fehlt Ihnen noch. Wie die Salzburger gehilft, das nötige Kleingeld zu bekommen, das schauen wir uns heute an. Dafür ist Markus in den Pinzgau gefahren. Zwischen der Zeller Eishalle und dem Hallenbad liegt das Büro der Freizeit- und Infrastrukturgesellschaft. Diese betreibt die öffentlichen Freizeitbetriebe rund um den Zeller See. Hier ist Markus mit Geschäftsführer Oliver Sterz verabredet, denn die Freges hat als erstes Unternehmen Geld aus der neuen Investing Green Crowdfunding-Kampagne vom Greentech-Unternehmen Salzburger AG gesammelt und so ein neues Projekt für grünen Strom finanziert. Was ist jetzt dann die Lösung bei euch? Wie seid ihr da herangegangen, um neue PV-Anlagen dann in Zell am See zu integrieren? Also wir haben erst einmal im ersten Schritt geschaut, wie man bei uns überhaupt Energieeinsatz reduzieren kann. Das war einmal der erste Schritt, dass wir geschaut haben, ja, welche Möglichkeiten gibt es da im Hallenbadbereich, in der Eishalle, auch in den Strandbädern, bei den Badeplätzen, alles, was wir jetzt so betreiben für die Stadtgemeinde Zell am See. Da sind wir auf einem guten Weg, das heißt, da gibt es Optimierungsmöglichkeiten. Und das nächste war dann, ja, die Energie, die wir brauchen, und das sind halt doch 2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, die wir hier in unseren Infrastrukturen jährlich verbraten, wie wir das mit alternativen Energiequellen besser hinbekommen als in der Vergangenheit. Wobei man dazu sagen muss, wir haben ein Blockheizkraftwerk der Salzburger AG im Haus schon seit 2010, das für uns betrieben wird, also wo wir die Wärme abnehmen. Das heißt, wir haben immer schon versucht, da wirklich andere Wege zu gehen, um auf alternative Energiequellen zu setzen. Und dann ist ja irgendwie die Salzburger AG dann ins Spiel gekommen, auch mit dem neuen Modell Investing Green. Aufgrund der guten Partnerschaft mit der Salzburger AG und waren wir auf der Suche nach möglichen potenziellen Investoren für unsere PV-Anlagen. Und da hat sich das ergeben, dass die Salzburger AG ein Pilotprojekt gesucht hat für dieses Green Financing. Und wir waren da gerne bereit, das einmal auszuprobieren und waren dann selbst überrascht, wie schnell das eigentlich gegangen ist in der Umsetzung, wie reibungslos und professionell. Und vor allen Dingen waren wir überrascht, dass da so schnell so ein positives Ergebnis in der Finanzierung oder in der Aufbringung der Finanzmittel dann ja, erreicht werden konnte. Welche Dachflächen werden jetzt für Investing Green in Zell am See verwendet? Das Beste ist, wir gehen aufs Dach auf und ich zeige dir das. Da haben wir einen tollen Überblick über die Region und dann können wir die einzelnen Dachflächen identifizieren. Ein bisschen Action. Da hat Markus recht, denn um die einzelnen Flächen besichtigen zu können, muss er mit Oliver zuerst durch die Eishalle. Da spielen jetzt die Zeller Eisbären, oder? Da spielen die Zeller Eisbären, genau. Okay, aber auch Publikumslauf ganz normal auch möglich? Ja, Eiskunstlauf, ja. Publikumslauf, ja. Touristische Vermarktung der Eishalle. Also wir haben wirklich ein sehr breites Angebot, Gott sei Dank. Also Eiskunstlauf, das wäre mal so eine Disziplin für mich, würde ich mal ganz einfach sagen. Ja, so eine Eisprinzessin. Ja, genau, viertmal die Eisprinzessin. Ich habe das einmal in Norwegen gelernt, wie man am Eis am besten geht, so wie ein Pinguin steif, so. Weil dann rutscht man nämlich nicht aus. Und eine Pirouette geht auch noch. Robbie Williams on Ice. Okay, Markus, wolltest du nicht aufs Dach? Auf unserem Weg aufs Dach sind wir jetzt eigentlich im Keller gelandet beim Holzblockkraftwerk der Salzburger AG. Ja, genau, also Blockheizkraftwerk der Salzburger AG, wo wir Biogas verbrennen, damit Strom erzeugen und die Abwärme nutzen für energetische Zwecke im Haus, sprich für die Heizenergie im Haus. Jetzt haben wir aber gerade eine Revision, sehe ich gerade. Wie heizt sie jetzt im Moment, wenn jetzt gerade diese Warmbadetage oder dieser Warmbadetag ist? Alternativ mit Gas, wobei wir da auch Überlegungen anstellen, das auf alternative Energiequellen umzustellen. Also speziell sind da Themen wie Wärmepumpen natürlich im Gespräch oder auch das Thema einer Nah- oder Fernwärme, was man da umsetzen könnte. Jetzt sind wir aber vom Weg ein bisschen abgekommen, jetzt haben wir in den Keller gelandet, wollen eigentlich aufs Dach. Also jetzt sind wir geneigt, oder? Das ist so wie mit der Energie, oft braucht es ein bisschen einen Umweg, dass ja, genau, man dann zum Ziel kommt. Aber wir gehen jetzt aufs Dach. Alles klar. Ah ja, hier sieht es schon mehr nach einem Dach mit Aussicht aus.
Auf dem Hallenbad ist bereits seit vielen Jahren eine Photovoltaikanlage installiert. Auf der Eishalle ist eine Installation wegen der speziellen Dachkonstruktion leider nicht möglich. Deshalb hat sich Oliver mit seinem Team gute Alternativen überlegt. Nach einer kurzen Exkursion durch die Kellergewölbe vom Hallenbad sind wir jetzt am Dach gelandet. Da habt ihr ja schon einige PV-Anlagen, aber wo kommen die neuen PV-Anlagen hin? Genau, also die Standorte für die neuen PV-Anlagen sind einerseits da am Nordufer vom Zellersee, das ist der Campingplatz, dann gegenüber, also genau gegenüber der Strandbad Dummersbach, da sieht man auch die Anordnung vom Strandbad, also von den Umkleidekabinen, von Gastronomie, also die ganzen Dachflächen werden mit PV belegt. Nächstes ist dann da draußen Badeplatz Erlberg, da kommt eine schöne PV-Anlage drauf und dann das Strandbad Schüttdorf am Südufer des Zellersees, ebenfalls eine schöne PV-Anlage, eine der größeren mit 36 Kilowatt Peak und das Kongresszentrum, das sieht man da hinten, ja, kann man erahnen und da kommt wie gesagt die größte Anlage mit 157,6 Kilowatt Peak drauf. Die neuen Anlagen sollen in einer Energiegemeinschaft verbunden werden und den Strom in die Eishalle und das Hallenbad einspeisen. So sollen diese beiden Einrichtungen über 30% des Stroms selbst produzieren, für Oliver aber erst ein Anfang. Wie hat es für euch als Betreiber funktioniert, dieser Ablauf? Hat es Probleme gegeben, ist glatt gegangen oder war es doch eine kleine Hürde, das im Internet zu machen? Also für uns hat es problemlos funktioniert, überhaupt keine Hürden. Wir haben eigentlich nur Texte beigestellt, wir haben über die Vorhaben berichtet, aber letztendlich die ganze Abwicklung im Hintergrund, mit der hatten wir nichts zu tun. Wie gesagt, da gab es professionelle Anbieter, die das wirklich erstklassig erledigt haben. Und einen, der da im Hintergrund gearbeitet hat, den treffen wir gleich. Und wie viel Summe zusammengekommen ist und wie lange es gedauert hat, das hören wir etwas später. Denn jetzt trifft Markus Christoph Winter beim Zeller Kongresszentrum. Christoph ist bei der Salzburger AG für das Projekt Investing Green zuständig. Du Christoph, danke, dass wir uns heute so unkompliziert in Zell am See treffen können. Sehr schön. Investing Green bedeutet was ganz genau? Investing Green ist unsere neue Crowdinvesting-Plattform, wo Projekte der grünen Energiegewinnung, aber auch der grünen Energienutzung finanziert werden sollen mittels Crowdinvesting. Also viele kleine Crowd-Investorinnen und Investoren investieren kleine Beträge und dann kommt der Betrag zusammen, mit denen man dann eine PV-Anlage bauen kann, zum Beispiel wie da am Ferry Porsche Kongresscenter. Das erste Projekt wurde ja schon erfolgreich abgeschlossen. Wie ist euch dabei gegangen? Sehr gut. Also es war ein Pilotprojekt. Wir haben noch nicht genau gewusst, was uns wirklich erwartet. Aber wir haben in den ersten 24 Stunden so rund 70.000 Euro schon eingesammelt. Also auch die Beträge pro Investor waren sehr hoch, die investiert worden sind, deutlich über den Erwartungen. Also ich glaube, als Salzburger AG, unser Name, der dahinter steckt, ist glaube ich ganz entscheidend, dass das Ganze bei unseren Kunden und bei den Investorinnen da entsprechend gut ankommt. Das Greentech-Unternehmen Salzburger AG betreibt die Finanzierungsplattform Investing Green allerdings nicht alleine, sondern mit der Conda GmbH als Partner. Conda gilt seit über 10 Jahren als der Pionier in Sachen Crowdfunding in Österreich. Mitmachen ist sehr einfach. Also generell ist es so, ich brauche eigentlich nur meinen Browser öffnen am Computer oder am Handy, gehe auf www.investinggreen.at, kann mir dort Projekte aussuchen, ganz unterschiedliche Projekte, in die ich investieren möchte, kann dort ab 100 Euro investieren, lese mir dann alles durch und wenn ich das Projekt für spannend und interessant finde, investiere ich eben ab 100 Euro und wenn das Projekt dann läuft und abgeschlossen ist, verdiene ich 2, 3, 4, 5, 6%. Das Ganze sammelt man unter dem Begriff Crowdinvesting zusammen und gibt es jetzt seit 10, 15 Jahren circa. Wir mit Conda sind einer der Vorreiter in Österreich gewesen. Warum sollen jetzt Investorinnen und die Betreiberinnen nicht gleich zur Bank laufen, um sich ein neues Projekt zu investieren? Also es gibt natürlich den bloßen finanzierungstechnischen Aspekt, dass es über so eine digitale Plattform, über Crowdinvesting, recht leicht eigentlich ist, an Kapital zu kommen als Projektbetreiber. Aber man verfolgt als Projektbetreiber meistens noch andere Motivationen, außer nur an Geld zu kommen. Nämlich es geht um die Einbindung der lokalen Bevölkerung, es geht vielleicht ein Stück weit um Akzeptanz für ein bestimmtes Projekt. Und auch um eine gewisse Sichtbarkeit. Also tue Gutes und rede darüber, das kann man mit Crowdinvesting viel besser durchführen als mit anderen Formen der Finanzierung, mit anonymeren Formen der Finanzierung. Wenn ich jetzt ein Projekt hätte, wie könnte ich mich bei euch bewerben? Also jetzt die nächsten Monate führen wir eine Pilot-
Betrieb durch von der neuen Plattform Investing Green und wir evaluieren die Performance, wie läuft die Plattform, wie läuft das mit den Investoren auch. Und dann werden wir in einen regulären Betrieb übergehen nach einer Evaluation, voraussichtlich gegen Mitte, Ende 2022 und sind dann auch offen für weitere Projekte. Welche Projekte werden da gesucht im Detail und wie kann man sich bewerben? Also wir sind offen für Projekte der grünen Energiegewinnung oder auch der grünen Energienutzung. Und bewerben würde funktionieren, Kontaktaufnahme team@investinggreen.at. Wir werden als Salzburger die Projekte evaluieren, auf Eignung prüfen, auf gewisse finanzielle Parameter und dann gemeinsam mit dem Projektträger, der das Kapital braucht, die Crowdinvest-Kampagne gestalten und durchführen. So, und jetzt lüften wir das Geheimnis, würde ich sagen. Wie viel ist zusammengekommen? Wie schnell hat sich das Ganze finanziert? Sehr schnell, Markus. Innerhalb der ersten 24 Stunden sind schon fast 70.000 Euro zusammengekommen. Von einem ganz kleinen Investorenkreis, den wir eigentlich nur angesprochen haben zum Start. Und als wir dann das Investment aufgemacht haben für die breitere Öffentlichkeit, haben die restlichen 100.000 sind dann so binnen 14 Tagen ungefähr reingekommen. Also 180.000 Euro sind zusammengekommen durch ungefähr 70 Investoren. Alle Infos für Investoren und Projektentwickler finden Sie auf www.investinggreen.at.